Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen und ökonomischen Grundlagen oder auch ÖHI1. Sorry, ich habe wieder laut gehustet. Wir sind angekommen in Sitzung 14. Organisatorisches habe ich heute nicht. Vielen Dank an alle, die die Zwischenevaluation ausgefüllt haben. Auf die Ergebnisse gehe ich nächste Woche ein. Dann kann ich mir das nochmal ausführlich angucken. Es waren am Ende 28 abgegebene Feedbacks. So, heute geht es nochmal um Informationsasymmetrien. Wir sind immer noch im Kapitel ökonomische Analyse des Vertragsrechts. Und zwar schauen wir uns heute zum letzten Mal ausführlich das Thema der Informationsasymmetrien an. Zum letzten Mal. Und zwar konkret schauen wir uns an das Problem der vorvertraglichen Informationspflichten. Und damit wir das besser in Kontext stellen können, hier nochmal ein Rückblick auf das, was wir bis jetzt gemacht haben. Die Grundlage, die modelltheoretische Grundlage für vieles, sind die sogenannten Principal-Agent-Modelle, die Prinzipal-Agenten-Probleme. Und wir haben hier die zwei wichtigsten Arten von Informationsasymmetrien behandelt. Eine Hidden Action und Hidden Information, wobei der Unterschied sich natürlich darauf bezieht, wann die Informationsasymmetrie auftritt. Und wir haben uns potenzielle Lösungsmechanismen angeschaut. Das beinhaltete Anreize zum richtigen Handeln zu setzen bei Hidden Action oder Anreize, Informationen zu offenbaren bei Hidden Information. Und ein Problem, das sich dabei immer stellt, ist, dass der Agent zwar einerseits die Risiken übernehmen soll, damit er die richtigen Anreize hat, andererseits könnte man aber auch sagen, dass der Prinzipal eher das Risiko tragen sollte, denn er ist ja eher risikoneutral und der Agent ist eher risikoavers. Daher kann der Prinzipal eigentlich besser mit dem Risiko umgehen. Und was wir in der ganzen Argumentation noch offen gelassen haben und was im deutschen Recht relativ prominent vorkommt, sind die Anreize zur Informationsoffenbarung vor Vertragsschluss. Das ist insbesondere 119, 120, 123 BGB. Und heute überlegen wir uns, ob die Anreize, die durch das deutsche BGB gesetzt werden, ökonomisch sinnvoll sind. Zum Grundproblem. Vor dem Vertrag bestehen Informationsasymmetrien verschiedener Art. Einmal in Bezug auf die Eigenschaften des Vertragsgegenstandes. Im einfachsten Fall weiß zum Beispiel der Verkäufer mehr über die Ware, die er verkauft, als der Käufer. Klar. Es könnte aber genauso gut sein, dass der Käufer mehr über die Ware weiß, als der Verkäufer und deswegen gerade kaufen will. Und in beiden Fällen kann es sein, dass es vor Vertragsschluss keine Anreize gibt, für die besser informierte Seite die Informationen zu offenbaren. Und das kann, wie wir wissen, zu Ineffizienzen führen, wegen Agenturkosten und so weiter. Außerdem kann sich die Informationsasymmetrie auf die Verwendbarkeit des Vertragsgegenstandes beziehen, also sehr ähnlich wie eben. Und drittens kann sich die Informationsasymmetrie auf die Eigenschaften des Vertragspartners beziehen. Klar, es muss sich nicht nur auf die Handlung oder auf den Wert beziehen, sondern es kann sich auch auf eine Eigenschaft des Vertragspartners beziehen. Oft ist ein Anreizvertrag, so wie wir ihn in den letzten Wochen behandelt haben, nicht möglich. Warum? Der Grund sind Transaktionskosten. Die Vertragsparteien müssten ja vorher wissen, worüber sie alles Informationen haben wollen und diese Informationen auch beschaffen können. Denken Sie zum Beispiel an einen Gebrauchtwagenkauf. Wenn Sie als Käufer wirklich alle relevanten Informationen sammeln möchten, dann würde das sehr schnell den Rahmen eines normalen Kaufvertrags sprengen, ne? Weil da so viele Informationen in dem Vertrag vereinbart werden müssten. Das heißt, die Transaktionskosten dieser Informationsbeschaffung wären so groß, dass sich die eigentliche Transaktion gar nicht mehr lohnen würde. Man könnte sich überlegen, ob man Anreizmechanismen als Teil eines vollständigen Vertrages interpretieren könnte. Wir würden uns also fragen, wie dieses Problem in einem vollständigen Vertrag geregelt wäre. Aber das Problem ist, in einem vollständigen Vertrag werden keine Preise festgelegt. Preise sind allerdings essentieller Bestandteil von Anreizmechanismen, sodass die Ausgestaltung des vollständigen Vertrags uns hier auch nicht weiterbringt. Außerdem gibt es noch das Problem, dass man über Informationen, die nur eine Vertragsseite hat, gar nicht verhandeln kann, denn die nicht wissende Vertragsseite weiß ja gar nicht, was ihr die Information wert ist. Aber sobald man über die Information verhandelt, muss sie auch offengelegt werden.
dass die Verhandlung funktionieren kann. Eine mögliche Lösung wäre eine Art vollständiger Meta-Vertrag, also ein Übervertrag, wenn die beiden Akteure sich überlegen, was sie an Informationspflichten vereinbaren würden, wenn sie jemals einen Vertrag schließen würden. Okay? Und naja, eine größere Version eines Meta-Vertrags ist nichts anderes als eine rechtliche Regel. Und diese Option schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Fragestellung, genauer gesagt natürlich, ist, wir müssen uns fragen, erstens, über welche Informationen muss auf jeden Fall informiert werden und über welche nicht. Und wir müssen uns auch fragen, wie wir das Ganze durchsetzen wollen. In leichter Abwandlung sind das die beiden Grundfragen, die wir immer wieder in der ökonomischen Analyse des Vertragsrechts behandeln, nämlich welche Handlung wollen wir erreichen und wie setzen wir das durch. Damit klarer wird, was erreicht werden soll bei der Informationsoffenbarung, müssen wir uns erstmal klar machen, wie Informationspflichten wirken könnten generell. Wenn eine Informationspflicht effektiv durchgesetzt wird, durch irgendeine rechtliche Regel, dann werden erstmal die Informationen, die relevanten Informationen, weitergegeben. Okay, das ist relativ banal, aber das hat zur Folge, dass die Anreize zur Beschaffung von Informationen für den Informierten sinken. Denn es gibt ja keinen Vorteil mehr dadurch, mehr als die andere Seite zu wissen, denn man muss es ja eh offenbaren. Wenn er sich die Informationen zum Beispiel gar nicht mehr beschafft, könnte es zum Beispiel sein, dass die andere Seite einen Anreiz hat, die Informationen sich zu beschaffen. Das ist nicht so ganz klar, aber ich denke, Sie sehen, effektiv durchgesetzte Informationspflichten müssen nicht unbedingt zu wünschenswerten Ergebnissen führen. Schauen wir uns mal drei Beispielfälle an, an denen wir uns im Weiteren orientieren werden. Der erste Fall handelt von einem Gebrauchtwagenhändler. Und zwar ist die Frage hier, was für Informationspflichten er hat. In der Variante A weiß der Gebrauchtwagenhändler, dass der Gebrauchtwagen, über den dessen Verkauf gerade verhandelt wird, einen Unfall schon vorher hatte. In der Variante B weiß der Gebrauchthändler nicht, was die Unfallhistorie dieses Wagens ist. Der zweite Beispielfall ist, A kauft von B ein sehr großes landwirtschaftliches Grundstück und in der Fallvariante A weiß der A vorher aufgrund aufwendiger Nachforschungen, dass der Bebauungsplan für dieses Grundstück geändert werden sollte. Und in der Fallvariante B weiß der A durch aufwendige Untersuchungen, dass dieses Grundstück ideal wäre, um einen Solarpark zu bauen. Die Frage ist dann, ob der A dem B seine Informationen hätte weitergeben müssen und wie das durchgesetzt werden könnte. Und der dritte Fall, ich glaube, der kommt gar nicht mehr vor in der Anwendung, aber geht eigentlich um das Gleiche. Ist auch ein Klassiker im amerikanischen Bürgerkrieg, wurde der Hafen von New Orleans blockiert, sodass er dort in großen Mengen lagernde Tabak praktisch wertlos war. A hatte einen Spion bei den Friedensverhandlungen zwischen dem Norden und dem Süden eingeschleust, der ihm als erstem die Informationen über den Friedensschluss nach New Orleans brachte. A behält diese Informationen für sich und kauft von B große Mengen im Hafen lagernden Tabaks zum wegen der Blockade extrem niedrigen Preis. Wenige Stunden später, klar, wird der Friedensschluss allgemein bekannt, sodass der Preis für Tabak im Hafen von New Orleans in die Höhe schnellt. Und die Frage, muss der B dem A den Tabak zum vereinbarten niedrigen Preis übereignen? Das ist ein sehr relevanter Fall, eine relevante Fallkonstellation, nicht nur, wenn wir über den amerikanischen Bürgerkrieg nachdenken, sondern auch jetzt zum Beispiel, wenn wir irgendeinen Boykott von Handeln mit Iran zum Beispiel haben und dann dort im iranischen Hafen Rohöl lagert. Das ist genau der gleiche Fall. Eine andere, wenn, und ja, grundsätzlich können wir diese Konstellation eigentlich für alles anwenden, wo potenziell Insider-Trading möglich sein könnte. Schauen wir uns als Ausgangspunkt mal den zweiten Fall genauer an. Nochmal, der A kauft von B ein sehr großes landwirtschaftliches Grundstück, also ein Grundstück, das im Moment Landwirtschaft, nur landwirtschaftlich genutzt wird. Und in der Variante A weiß der A, dass
aufgrund seiner aufwendigen Nachforschung, dass der Bebauungsplan geändert werden soll, dass es also möglich sein wird, auch Wohngrundstücke darauf zu, Wohnhäuser auf diesem Grundstück zu bauen. Und in der Variante B weiß der A wieder durch aufwendige Untersuchungen, dass das Grundstück sehr gut geeignet wäre als Solarpark. Die Frage ist jetzt, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Situationen in A und B? Insbesondere, was ist der Unterschied in der Information, die der A hat? Können Sie jetzt kurz drüber nachdenken, vielleicht eine Idee formulieren, können auch länger drüber nachdenken, kurz das Video anhalten. Ich mache jetzt weiter. Der Unterschied besteht in der Produktivität der Informationen. Auf ökonomisch definieren wir produktive Informationen als Informationen, die eine neue und wertvollere Möglichkeit der Verwendung einer Ressource aufzeigen. Die Ressource hier wäre das Grundstück. Bei B, sorry, ich habe gehustet, muss mir angewöhnen, das Mikro auszustellen. Bei B ist das auf jeden Fall erfüllt. Also ist auf jeden Fall das Kriterium erfüllt, dass es eine produktive Information ist. Denn durch diese neue Information, dass das Grundstück für einen Solarpark geeignet ist, ist eine bessere Verwendung des Grundstücks möglich. Eine höherwertige Verwendung. Ne? Denn der Solarpark wirbt mehr Rendite ab als ein Bauernhof. Und auch der zweite Satz, ohne diese Existenz dieser Informationen würde die Ressource nicht oder nur viel später in dieser neuen Art verwendet. Auch das ist erfüllt. Ohne diese Information würde der Bauernhof nicht umgewandelt werden in einen Solarpark oder erst viel später, wenn es irgendjemand anders rausfindet. Das heißt, diese neue Information schafft einen zusätzlichen gesellschaftlichen Wert auch. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ist das bei der Variante A nicht der Fall? Naja, der Unterschied ist folgender. Wenn der Bebauungsplan allgemein bekannt wird, dann schafft die Tatsache, dass eine Person diese Information ein bisschen früher hat, der A nämlich, keinen zusätzlichen Wert. Ne? Denn diese Information ist ja nicht nur aufgrund seiner Nachforschung rausgekommen, sondern der Bebauungsplan soll geändert werden, egal was ist. Er hat es nur früher rausbekommen. Diese Information nennen wir unproduktiv, denn selbst wenn der A diese Information nicht frühzeitig gehabt hätte, würde der zusätzliche Wert durch die Änderung des Bebauungsplanes eben beim B realisiert, ne? Also beim Akteur B. Nochmal, der Unterschied zwischen den beiden Fällen, Fallvarianten A und B, liegt darin, ob die Information produktiv ist oder nicht. Im Fall B kreiert der A ja die neue Information, er steckt Geld rein in diese Untersuchung, ob es sich für einen Solarpark eignen würde und schafft somit einen Wert für die Gesellschaft, denn vorher wusste man das ja nicht. Und im Fall Variante A kreiert der A, der Akteur A, keine neue Information, er hat sie nur etwas früher rausgefunden und kann sich somit Gewinne aneignen, die ansonsten beim B realisiert worden wären. Das wäre also eine reine Umverteilung von Gewinnen. Jetzt können wir uns fragen, welche Wirkung eine Regelung hätte, die den A dazu verpflichtet, die Information dem B vor Vertragsschluss zu offenbaren. Die Wirkung der Informationspflicht wird in beiden Fällen gleich sein. Das ist das hier. Erstens, also was passiert? Erstens wird der B natürlich verlangen, der B wird einen Preis verlangen, der dem neuen Wert des Grundstücks entspricht. Klar, das antizipierend wird der A den Aufwand der Informationsbeschaffung gar nicht erst betreiben und darauf aufbauend heißt das natürlich, dass der Vertrag gar nicht erst zustande kommt, denn der A hat ja jetzt gar kein Interesse mehr daran, das Grundstück zu kaufen. Gesellschaftlich gesehen ist das für die Fallvariante A wünschenswert, für die Fallvariante B nicht. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Welche Wirkung genau hat also die Informationspflicht, die wir auf der vorigen Folie eingeführt haben? Wir hatten ja gesagt, es kommt kein Vertrag zustande. Welche Wirkung hat das auf die Verwendung des Grundstücks? In Fallvariante A ändert sich nichts an der Verwendung, denn der B erhält die Information irgendwann sowieso und wird das Grundstück entsprechend bebauen. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass der A, der Akteur A, die Kosten der Informationsbeschaffung einspart, da er keinen Anreiz hat, sie einzuholen. Wie ist es in Fallvariante B? Da ändert sich an der Verwendung etwas durch die Informationspflicht. Denn dadurch, dass der A die Informationen gar nicht erst kreiert, weiß auch niemand, dass das Grundstück sich gut als Solarpark
eignet und das Grundstück wird weiter als Bauernhof genutzt. Es gehen also die zusätzlichen Werte aus der Nutzung als Solarpark verloren. Gleichzeitig werden aber auch wiederum die Kosten der Informationsbeschaffung eingespart. Ob das unterm Strich gesellschaftlich wünschenswert ist, hängt natürlich davon ab, was überwiegt. Zum Beispiel könnte das abhängen von der Höhe der Kosten der Informationsbeschaffung. Und ja, in Fallvariante A können wir auf jeden Fall schon mal beantworten, dass es sich gesellschaftlich lohnt, die Informationspflicht einzuführen, denn es geht kein Wert verloren und Kosten werden eingespart gesellschaftlich. Unterm Strich ist es also richtig. Nur bei der B, wo produktive Informationen generiert würden, müssen wir eine Abwägung treffen. So, was genau müssen wir da abwägen? Reicht es, die Informationskosten mit der Wertsteigerung zu vergleichen? Das ist äquivalent zu der Frage, ob Informationskosten immer aufgewendet werden sollten, wenn im Ergebnis brutto mehr zusätzlicher Wert entsteht. Ja, aber wir müssen ein bisschen genau auf den Wortlaut achten, denn wir müssen die Informationskosten vergleichen mit der erwarteten Wertsteigerung, nicht mit der tatsächlichen. Denn die Handlung der Informationsbeschaffung ist ja nicht garantiert mit einer Wertsteigerung verbunden. Der A wusste ja vor der Untersuchung nicht, dass das Grundstück sich auf jeden Fall für einen Solarpark eignen würde. Ne? Es war quasi eine riskante Untersuchung. Es hätte auch sein können, dass das Grundstück nicht für nichts anderes geeignet ist als für einen Bauern, als für Landwirtschaft, sodass die Kosten der Informationsbeschaffung keine Rendite gebracht hätten. Es ist also eine riskante Aktion. Deshalb müssen wir uns die erwartete Wertsteigerung anschauen, also die Wahrscheinlichkeit der Wertsteigerung mal die Wertsteigerung, mal den Wert, mal die Höhe der Wertsteigerung. Es gibt aber noch eine weitere Unterscheidung von Informationen, die für uns relevant ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Zufallsinformationen und aufwendig beschafften Informationen. Was sind Zufallsinformationen? Naja, Zufallsinformationen entstehen einfach so, und das heißt, wir können auch keine Anreize für ihre Entstehung oder für ihre Verhinderung setzen. Und aufwendig beschaffte Informationen sind solche, wo wirklich ein Aufwand reingesteckt wird und dadurch die Informationen entstehen. Und klar, da können wir natürlich auch Anreize setzen. So, jetzt haben wir genug, um die Kosten und den Nutzen von Informationsasymmetrien genau zu vergleichen. Auf der Kostenseite haben wir immer die Agenturkosten. Sie erinnern sich, das sind die Kosten zum Beispiel zur Vermeidung opportunistischer Ausbeutung oder die Kosten des Marktzusammenbruchs durch adverse Selektion. Das sind einfach zusätzliche Kosten, die entstehen durch die Informationsasymmetrie. Warum die Informationsasymmetrie ein Problem ist, das haben wir ausführlich in der letzten Sitzung behandelt. Sie erinnern sich. Und soweit Informationen beschaffen werden, sind natürlich die Kosten der Beschaffung auch auf der Kostenseite zu nennen. Das ist das hier. Was haben wir auf der Nutzenseite stehen? Naja, bei produktiven Informationen liegt der Nutzen der Informationsasymmetrie darin, dass es einen Anreiz zur Beschaffung der Informationen gibt und letztendlich die bessere Ressourcenverwendung. Und bei unproduktiven Informationen gibt es gesellschaftlich gesehen keinen zusätzlichen Nutzen, das haben wir ja eben festgestellt. Es kommt nämlich zu einer reinen Gewinnumverteilung. Was ist die Konsequenz aus dieser Gegenüberstellung? Wir sollten Anreize so setzen, dass Informationsbeschaffungsaufwand immer und nur dann betrieben wird, wenn er geringer ist als der erwartete Wert der Information. Das ist klar der wichtigste Teil. Außerdem sollten die Anreize so sein, dass derjenige Informationen beschafft, der es billiger kann. Warum? Der ganz banale Grund ist natürlich, dass gesellschaftlich Kosten gespart werden, wenn derjenige, der die geringsten Kosten hat, auch die Information beschafft. Abgesehen davon ist die Seite mit den niedrigen Kosten ja auch häufig die Seite mit dem geringeren Risiko. Denken Sie an den Fall mit dem Solarpark. Der A, der ja vielleicht professioneller Solarparkentwickler ist, macht solche Untersuchungen eventuell öfter, kann also das Risiko, das damit verbunden ist,
besser streuen als der B. Der B, wenn er die Informationen beschaffen würde, würde er das ja typischerweise nur für sein eigenes Grundstück machen. Dann hätte er damit ein relativ großes Risiko, weil er erst nur einmal die Untersuchung macht. Das heißt, tendenziell hat der die geringeren Kosten der Informationsbeschaffung hat, auch das geringere Risiko, kann besser das Risiko daraus streuen. Und letztens gilt, dass Anreize so sein sollten, dass Zufallsinformationen stets offenbart werden. Warum? Naja, wenn wir vom Gegenteil ausgehen, wenn wir erlauben, dass Zufallsinformationen geheim gehalten werden, verursacht man ja Agenturkosten durch die daraus entstehende Informationsasymmetrie. Das ist ineffizient. Außerdem ersetzt eine Erlaubnis, Zufallsinformationen geheim zu halten, keine zusätzlichen Anreize zur Informationsbeschaffung, denn Zufallsinformationen kann man ja gar nicht beschaffen. Und ja, Ihnen sollte natürlich klar sein, dass die hier vorgenommene Trennung zwischen Zufallsinformationen und bewusst geschaffenen Informationen erstmal eine rein theoretische ist. Und in der Realität ist diese Abgrenzung meist nicht so klar möglich, oder wir können nur sagen, bei einer Information überwiegt eher der Zufallsfaktor oder der bewusste Faktor, dass die Information bewusst geschaffen wird. Ne? Aber in der Wirklichkeit ist fast immer beides relevant. Was sind jetzt die Argumente, was die Zuordnung der Informationspflichten betrifft? Naja, bei Zufallsinformationen würde man aus ökonomischer Sicht immer empfehlen, dass sie offenbart werden müssen. Haben wir eben besprochen. Unproduktive Informationen sollten auch immer offenbart werden, da die Informationsasymmetrie durch die Geheimhaltung Agenturkosten verursacht und zusätzlich noch Informationsbeschaffungskosten beinhalten könnte. Bei produktiven Informationen müssen wir aus ökonomischer Sicht differenzieren. Wenn die erwarteten Kosten der Informationsbeschaffung plus die erwarteten Agenturkosten kleiner sind als der erwartete Wert der Information, dann sollte es keine Offenbarungspflicht geben, denn dann ist es sinnvoll, dass aktiv nach dieser Information gesucht wird. Umgekehrt, wenn also die Kosten höher sind als die erwartete Wertsteigerung durch die Information, dann sollte es doch eine Informationspflicht geben. Eine Offenbarungspflicht. Problem bei dieser Empfehlung ist, dass wir diese Offenbarungspflicht immer erst hinterher feststellen können. Warum? Nur im Nachhinein wissen wir ja, dass es da eine Information gibt, die relevant ist. Vor Vertragsschluss wissen wir das ja nicht. Wenn wir also hinterher erst feststellen, ob eine bestimmte Information hätte offenbart werden müssen, dann muss man rückblickend Wahrscheinlichkeiten einschätzen, weil es ja um Erwartungswerte geht. Ne? Erwarteter Wert der Information. Wenn wir das aber rückwirkend machen, dann haben wir ein ganz großes Problem, nämlich das sogenannte Problem des Hindsight Bias oder auf Deutsch Rückschaufehler. Im Nachhinein neigen Menschen dazu, dass sie sagen, diese Information war ja ganz klar. Das hätte man sowieso finden müssen. Ne? Oder habe ich doch gewusst. Ne? War doch ganz klar. Und vorher hat man das Gefühl nicht, wenn man die Information noch nicht da stehen hat. Und diese Diskrepanz zwischen einer Einschätzung ex ante und ex post nennt man Hindsight Bias. Und natürlich führt sie dazu, dass die nachträgliche Einschätzung von Ex-Ante-Wahrscheinlichkeiten verzerrt ist. Ja. Wenn Sie das Thema weiter interessiert, können Sie das einfach mal auf Wikipedia nachlesen. Der englische Artikel ist ein bisschen ausführlicher. Genau, das müssen wir auf jeden Fall beachten. Eine Ex-Post-Einschätzung von Ex-Ante-Wahrscheinlichkeiten ist oft verzerrt. Wir wenden das mal auf die übrigen Fälle an. Beim Gebrauchtwagenkauf, Variante A, wo der Verkäufer weiß, dass der Wagen einen Unfall hatte. Klar, ne, das ist streng genommen eine unproduktive Information, denn die Information über die Unfallhistorie des Wagens ist ja mit keiner zusätzlichen Verwendungsmöglichkeit der Ressource verbunden. Hier geht es also um eine weitgehend unproduktive Information. Es geht rein um die Unverteilung potenzieller Gewinne. Außerdem haben wir noch einen Unterschied in den potenziellen Beschaffungskosten der Information, denn der Verkäufer kann ja viel billiger diese Information beschaffen. Entweder weil es ein eigenes Auto ist oder weil er vorher schon Kontakt hatte mit dem vorigen Besitzer, Eigentümer.
Wenn wir also aus irgendwelchen Gründen diese Information beschaffen wollten, sollte der Verkäufer also den Anreiz haben, sie zu beschaffen. Wie erreichen wir das? Zum Beispiel über eine Informationspflicht. Das wäre hier die Pflicht eines Verkäufers von Gebrauchtwagen, die Autos auf ihrer Unfallhistorie zu untersuchen und diese Information zu offenbaren. Die Kosten... Wenn der Käufer diese Information immer kriegt, ist er natürlich auch bereit, einen höheren Preis in Kauf zu nehmen, denn er spart sich ja selber Kosten der Informationsbeschaffung und hat dadurch auch ein niedrigeres Risiko. Und das heißt, der Verkäufer könnte da einen Preisaufschlag reinrechnen. Man könnte als Anreiz ein Rücktrittsrecht bei Nichtoffenbarung einbauen, um sicherzugehen, dass das eingehalten wird. Bei Fallvariante B ist es eigentlich genauso. Also die Konstellation ist ja so, dass der Verkäufer nichts weiß über die Unfallhistorie und die Information ist aber immer noch unproduktiv, denn sie ändert nichts an der Verwendungsmöglichkeit dieser Ressource, Gebrauchtwagen. Und wieder sind die Kosten der Informationsbeschaffung unterschiedlich, da der Verkäufer diese Information billiger beschaffen könnte. Und wieder könnte der Verkäufer die Kosten über einen höheren Preis decken. Wieder sollte es also einen Anreiz geben, die Information weiterzugeben, gekoppelt mit einem Rücktrittsrecht des Käufers. Beim Solarpark ging es ja in Fallvariante A um die Änderung des Bebauungsplanes. Diese Information sollte nicht beschaffen werden, da damit keine zusätzlichen Verwendungsmöglichkeiten der Ressource entstehen. Wie wird das erreicht? Eventuell über ein Rücktrittsrecht des Verkäufers. In B war durch die Information eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit gegeben. Das heißt, die Information sollte beschafft werden. Wer kann es am billigsten beschaffen? Der Käufer. Dann sollte aber auch kein Rücktrittsrecht eingeräumt werden, denn sonst hätte der Käufer ja keinen Anreiz, diese Information zu beschaffen. Ja, das war eigentlich schon alles, was es zum Thema Informationspflichten gab. Informationsasymmetrien sind hiermit abgeschlossen. Sie werden Ihnen also erst wieder in der Klausur begegnen, wenn Sie in der Klausur vorkommen. Wir haben uns vorvertragliche Informationspflichten angeschaut. Wir haben uns nicht das hier angeschaut. Das habe ich vergessen rauszustreichen. Und in der nächsten Sitzung geht es um ein bisschen was anderes, nämlich spontane Entstehung und Wandel von Institutionen. Das ist was ganz anderes. Ne? Da geht es nicht mehr um entworfene Institutionen, also Verträge, sondern um Institutionen, die spontan entstehen, kulturelle Traditionen und sowas. Das schauen wir uns nächste Woche an. Und nächste Woche zeige ich Ihnen auch die Resultate aus der Zwischenevaluation. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt von Vorlesungen oder Übungen haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen. Danke und auf Wiedersehen.